Guten Tag, wir zwei wieder. Bits and Bytes. Wir sind konsequent erfolglos und wir stehen dazu. Wir machen immer weiter und wir geben keine Ruhe. Wir sind konsequent erfolglos und haben Spaß daran. Ja, da hätte man drauf kommen können. Bitte? Da hätte man drauf kommen können, ja. Wir haben ja eine sehr komische Lage gerade draußen und wir wollen mit gutem Beispiel vorangehen. Deswegen haben wir eine Skype-Konferenz geschaltet und machen heute ein Zavi-Unboxing. Jo, wir arbeiten jetzt gerade mit 4 Kameras, das ist total lustig. Genau, also ich gucke manchmal hier rüber, nicht wundern, ich habe da den Dirk. Ja. Da ist nämlich mein Skype, da steht die Kamera, da steht auch die Webcam. Ich habe hier euch und da den Laptop und so. Naja, wir sind gespannt, wie es funktioniert. Zeig mal her, was da ist. Ja! Und zwar ist das Thema diesen Monat Invasion. Warte mal, ich habe die falsche Box erwischt, glaube ich. Nee, doch. Nee, habe ich nicht. Warum war die geschummelt? Auf? Ja, die war auf. Das irritiert mich gerade. Ah. Also, es ist, ja, gut, es ist noch Müll drin, von daher ist das die richtige. So, was haben wir? Einen richtig fetten Flaschenöffner. Von Alien soll das wohl sein. Zeigt den erstmal euch. Exklusiv. Und dann zeige ich ihn auch noch hier. Bisschen höher. Bisschen in die andere Richtung. So, ja, stopp. Von Alien, der sieht ja geil aus. Und der ist echt massiv. Zum 40. Jubiläum übrigens. 40 Jahre gibt es schon. Ist auch hinten nochmal drauf graviert. Ja, der erste Film kam 79 raus. Krass. Das ist schon mal ein nettes Teil. Ah, und eine riesige Figur. Wieder wirklich absolut riesig, das habe ich eben schon gesehen. Oh ja. Ups, spiegelt gerade. Ein fetter Pennywise. Ich sehe da spiegelt es auch. Verdammt. Ah ja, dann drehen wir die andere Richtung. Drehen wir die andere. Stopp! Ja, die ist cool. Ja, ich mach mal hier so nochmal vor. Die ist schwarz-weiß, gell? Ja. Ja, geil. Halt sie nochmal die andere, genau. Die ist aus. Ein bisschen von der Seite. Schon richtig geil, das Ding. Das Och, ist von. Handy. Parallel. Ich wollte gerade sagen, was war das jetzt? Das ist von der Firma Minico. Ja. Die sind cool. Jetzt bin ich mal gespannt. Rick and Morty soll ja auch noch irgendwas drin sein. Also total ungewohnt, so zu arbeiten, gell? Das ist echt verrückt. Oh, Jurassic Park. Wenn ihr euch wundert, was das für ein Brummen dahinter ist, mein Rechner, der hat so einen lauten Lüfter. Ein Jurassic Park Schlüsselanhänger. Aha. Mit, so chinesischer Schrift. Ah, dieses Blenden. So anders, oder? Ja. Ja, cool. Auch nicht schlecht. Wir dürfen das nicht mehr machen, wenn irgendwo Sonne scheint. Ich habe extra abgehängt ein bisschen, damit es nicht so rausscheint und habe meine Schreibtischlampe an und. So, dann ist wohl Rick and Morty das T-Shirt, jawohl. Das sieht vielversprechend aus. Frieden für alle Völker. Das ist. Ja. Gleich, warte. Da gab es nämlich mal so eine Folge, wo sie, da waren sie auf einem Planeten
und haben diesen Aliens. Ja, cool. Und haben den halt weiß gemacht, dass der Stinkefinger heißt Frieden für alle Völker. Ach so. Ach so, so dann, oder was? Genau. Friede sei mit euch. Ja, sehr geil, sehr geil. Damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Ach was. Ja. Ja, das ist, durch den Pennywise war die Box ja schon fast vor dir, also. Ja. Ja, cool, der ist schwarz-weiß, gell? Ja. Mit einem roten Luftballon, das ist cool. Da wird deine Frau wieder sabbern. Aber den behalte ich selbst. Ja, sie darfst nur nicht verraten, wo du wohnst. Als ob sie das nicht wüsste. Sehr cool. Ja, finde ich auch. Ja, Kamera läuft auch noch, das ist immer total wichtig. Das ist total wichtig. Ja, aber du kriegst das ja irgendwie immer hin, dass sie ausgeht. Ja. Ja, ich fand so gut die Box. Ich konnte zwar diesmal nicht anfassen, aber vielleicht kann man es das nächste Mal umdrehen. Also ja, es ist also übrigens auch noch ein Werbeflyer drin. Von der Firma Minico, von denen ja auch diese tolle Figur ist. Danke, dass du mir auch zeigst. Achso. ja, das ist so ungewohnt. So. Stillhalten. Ah ja, cool. Ja. Das machen wir nie wieder. Wird noch ein, zwei Mal vorkommen wahrscheinlich. Ah ja. Ja. Na gut, die nächste. Wir müssen uns halt da erst noch reinarbeiten hier. Das ist ganz klar. Ja, deswegen habe ich die Kamera beide nebeneinander gehängt. Ja. So gut wie möglich. Ja, wie gesagt, das ist hier auch relativ nebeneinander, aber ja. Besser geht's halt bei mir nicht. Ja. Und da du ja mein Stativ noch hast. Ja, da steht die Kamera. Und ich sowieso improvisieren muss. Egal. Na gut. Ja, wie gesagt, besondere Lage, besondere Maßnahmen. Ja, muss man so sagen. Ja. Ja. Die nächste Box wie die Loot Chest, oder? Was haben wir denn jetzt heute? Wir haben ja schon Ende März. Ja, ja. Wird in zwei Wochen kommen, ja. Wann, wie lange kann man die bestellen? Das ist eine gute Frage. Bis zum 5. glaube ich. Bis zum 5. Vielleicht machen wir mal ein Doppel-Unboxing und mal gucken, was die so. Was sie so als Vergleich haben oder so. Ja, gut, das siehst du ja in dem Heft eigentlich immer, aber die Idee finde ich lustig, ja. Ja. Na gut. Also. Das war die Z-Box aus weit entfernten Gefilden. Egal. Hat trotzdem Spaß gemacht. Ja, irgendwie schon. Ja, wenn man da so rüber guckt, da sieht man, ich bin da auch am Aufnehmen im Skype-Chat. Nicht wundern. ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll. Ah ja, egal. Ja. wie gesagt, Loot Chest, lassen wir uns mal vielleicht was Besonderes einfallen. Ja, dass wir uns beide eine mal besorgen. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, bis im 5. hast du die Chance noch. Ja. Und wie gesagt, Message, bleibt zu Hause. Was hier heute im Rheingau los war, das war ich die gestern. Schon wieder. Gestern. Ich wollte gerade sagen, gestern war doch schon so schlimm. Großstädtler, bleibt bald zu euch zu Hause. Kommt nicht her, das ist scheiße. Das ist das Allerschlimmste. Zu Hause bleiben. Na ja, gut. Steht Sommer. Tatsache. Ja, also, wir sehen uns zur nächsten Box, die wir auspacken. Loot Chest wird es wahrscheinlich werden und vielleicht lassen wir uns auch noch was anderes einfallen, was wir aus der Entfernung noch machen können. Wir werden sehen. Ja. Bis dahin. Also, macht gut. Bleibt gesund. Tschüss. Ciao.